Ja, Simon Moser, der Andi Brehme, der deutsche Fußballer, hat mal gesagt, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Kann man das für den SCB auch ein bisschen so zusammenfassen? Ja, das wär, glaub ich, einfach. Aber glaub, heute haben wir zwei Drittel lang eigentlich gut gespielt, machen zwei Fehler. Und sie machen zwei Goal. Wir räumen nicht auf vor dem Goal, wir blocken den Schuss nicht. Und ja, eben, wenn es nicht läuft, gehen auch noch solche rein. Und du schießt und schießt, triffst die Pfosten. Und dann nach dem vierten Goal haben wir es gesehen, war die Moral und die Luft draußen. Es war schade. In den ersten zwei Dritteln hat es sicher nicht so ein 3-0-Stab gegen uns. Es war ein wichtiger Match. Man schlittert fast ein bisschen sagen, Krise rein. Das ist ein grosses Wort. He? Aber wie geht ihr damit um? Ihr habt morgen gegen EV Zug noch mal ganz starke Gegner, die ihr daheim bekommen vor der Nazi-Pause. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt noch auf Gegner schauen, sind wir falsch. Wir müssen auf die Punkte schauen. Es ist, ja, wir sind die hinterste Tabelle. Wir müssen irgendwie Punkte holen. Und ja, morgen ist es soweit. Müssen wir einfach Punkte holen. Ist gleich wie. Merci vielmals. Merci.